Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Heute möchte ich euch das Bild Desert Girl zeigen, eines meiner letzten Shootings und Composings, die ich gemacht habe. Gleich vorweg zeige ich euch zwei Quellen, wo ich verschiedene Texturen und Hintergründe herbekam. Diese Totenköpfe, Flammen, diese Tankstelle, dieser Zapfhahn, Berge und so weiter. Oder auch hier unten diese Straße. Zum einen war das hier Media Militia, hier der Link eingeblendet. Hier gibt es einen Haufen Freebies zum Download. Hier mal ein kurzer Einblick in die Seite. Media Militia, Freebies, da gibt es jede Menge Dinge. Und hier unten auch diese Totenköpfe. Diese zweite Seite, die ich euch zeigen möchte, ist CG Textures. Hier der Link. Auf dieser Seite gibt es eine Menge an Werbung, wunderbar, an Fotos, Vorlagen, Texturen und so weiter. Beide Seiten bieten kostenloses Material, die ihr gerne für eure Composings verwenden könnt. Media Militia zum Beispiel bittet aber darum, sie namentlich zu erwähnen, wenn sie irgendwo eingebaut wurden, wie hier auch gemacht. Gut, kurzer Einblick in das Foto oder in die Bildbearbeitung. Zum einen hier der reine Hintergrund, dann kam das Model dazu, Bildlook hinzu und zu guter Letzt kam dann hier, wie auf der Gimcode zu sehen, dieser malerische Look dann hinzu. So, angefangen hat das Ganze mit einem Farbverlauf, orange in so ein dunkelbraun Himmel, dann so ein kleiner Sonnenaufgang, sieht man gleich warum, die Sonnenstrahlen hinzu, dann kam eben diese Wüstenlandschaft, wo eben hier die Sonne aufgehen soll und das auch als primäre Lichtquelle eben dienen soll, von links leicht oben die Lichtquelle. Das Ganze etwas abgedunkelt, die Straße eingefügt. Die Straße wurde mittels Formgitter und Verkrümmernwerkzeug und perspektivisch dann bearbeitet. Dann kam diese Zapfhahn hinzu, noch mit einem Schatten. Schatten mit einer Tonwertkorrektur, einer Maske, die ich hier einfach nachzeichnete, und die Maske dann weich gezeichnet, um hier diesen Schatten etwas natürlicher wirken zu lassen. Die Tankstelle oder dieser Zapfhahn war mir dann noch zu sauber. Dann kam noch Schmutz hinzu. Das ist eine Textur, die darüber gelegt wurde. Im Modus hartes Licht mit reduzierter Deckkraft und reduzierter Fläche. Das Ganze noch etwas dunkler gestaltet, da die Vorderseite dunkler sein muss, wenn das Licht von hinten kommt. Dann wurden die beiden Totenköpfe eingefügt und mit Flammen versehen. Dieser Tipp oder diese Info kam eigentlich von einem User aus der Foto-Community, der meinte, diese Totenköpfe erinnern ihn an Ghost Rider. Dann wurden natürlich noch Flammen hinzugefügt, Schatten, dass der Totenkopf auch wirklich oder der Schädel wirklich am Boden auch aufliegt, mit einer Textur versehen, damit er nicht ganz so sauer ist, wenn er schon in der Wüste liegt. Abgedunkelt und die Flammen dann eben noch dazu. Dasselbe passierte auch mit dem zweiten Totenkopf. Dann habe ich etwas Nebel eingefügt. Das ist mit dem Wolken Render Filter. Diesen sehr verzerrt und groß gezogen. Und eine Farbfüllung dann darüber gelegt, um so ein bisschen mehr dieses Wüstenfeeling zur Wirkung zu bringen. Dann mehr Kontrast mit einer Schwarz-Weiß-Ebene im Modus weichen Licht. Dann kam das Model dazu. Es brauchte natürlich auch einen Schatten von den Beinen. Dann noch ein Schatten an den Schuhen. Der wurde ganz einfach reingezeichnet mit einer schwarzen Pinselspitze. Dann wurde das Model darauf gestellt.
hier zu sehen. Studioaufnahme. Seht ihr auch noch ein paar Tricks vom Fotografieren, wo wir die Jeans etwas besser anliegen haben lassen. Dann abgedunkelt, da ja dann das Licht nicht mehr von vorne kommen sollte, sondern eben von links. Es wurde mit einer Gradationskurve gemacht und eben die hellen Bereiche dann wieder weggemalt. Dann kam Dodge and Burn dazu, um hier noch mehr die Haut etwas zu betonen, ein paar Glanzstellen einzumalen. Dann habe ich den Hintergrund über das Model darüber gemalt. Hier zu sehen, sehr stark nochmal. Hier habe ich einfach den Kopierstempel verwendet und einen Bereich aus dem Hintergrund aufgenommen und darüber gemalt, um ja mehr das Model mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Dann kam noch Schmutz hinzu. Das Model zwar schon gute Vorarbeit geleistet hat mit der Hose und mit dem Shirt, mit etwas Make-up auf der Haut, war mir dann doch noch ein bisschen zu wenig. Darum habe ich hier noch Schmutz eingemahlen, einfach auf einer neuen Ebene und mit dem Gaußschen Weichzeichner noch etwas weicher gestaltet, so wie hier am Bauch oder auf den Armen. Kam noch ein Fotofilter darüber, noch ein bisschen mehr wieder diese Wüstenstimmung einzubauen, diese Farbstimmung. Dann wurden die Augen noch mehr betont. In diesem Fall jetzt da sehr extrem, wie man hier sieht. Mittels einer Belichtungskorrektur ist der Effekt deshalb etwas stärker, da zum Schluss dann bei diesem malerischen Look, der etwas untergeht, und darum habe ich das jetzt mehr betont. Dann habe ich den kompletten kurzer Ausfall, wunderbar. Ich hoffe, Photoshop erholt sich wieder. Ja. Den Hintergrund nochmal darüber gelegt, um das Model mehr mit dem Hintergrund zu verbinden oder mehr in den Hintergrund einzubauen, mit sehr geringer Deckkraft. Dann kam auch schon der Bildlook, diese Textur wird darüber gelegt. Das ist so eine Sandtextur, welche weich gezeichnet wurde. Sieht nicht sehr spektakulär aus, allerdings im Modus hartes Licht wirkt das besser für die Wüste. Etwas abgedunkelt noch die Textur, Fotofilter darüber, um das wärmer zu gestalten, etwas entsättigt, mittels Farbbalance die Kontraste noch etwas gehoben. Verzeihung, mit Farbbalance Farbton noch etwas angepasst und mit der selektiven Farbkorrektur die Kontraste noch gehoben und die Rottöne der Haut etwas angepasst. Dann über das komplette Bild nochmal Nebel darüber gelegt. Wenn schon Nebel im Hintergrund ist, muss dies auch vor dem Model sein. Den Nebel dann etwas eingefärbt mit einem Fotofilter und dann nochmal den Gesamtkontrast des Bildes gehoben mittels einer Schwarz-Weiß-Ebene, Modus weiches Licht und reduzierter Deckkraft. Und dann kam dieser malerische Look noch hinzu, den ich in letzter Zeit sehr gerne bei meinen Fotos verwende. Wirkt etwas künstlerischer. Es ist zum einen, also alle Ebenen dupliziert auf eine neue Ebene und mittels Filter, Rauschfilter Rauschen reduzieren, die Stärke auf 10, Details weg, Farbrauschen auf 100 und Details scharf zeichnen auch weg. Diese Ebene dann nochmals dupliziert und im Modus hartes Licht mit dem Hochpassfilter nachgeschärft. Dadurch entsteht dann dieser malerische Look. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Würde mich über Kommentare und Feedbacks sehr freuen. Herzlichen Dank.